Hallo und herzlich willkommen zu eurem Monatsreading für den Oktober 2024 hier bei Löwenherz Lennemore. Ja, wir schauen wie immer auf eure Themen hier. Es hat sich nur einiges oder etwas geändert. Ich habe ein anderes Legeformat. Bitte schreibt mir doch, ob euch das so besser gefällt. Würde mich interessieren. Das andere war mir schon zu langweilig geworden. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Und zwar decken wir jetzt gemeinsam die Karten auf und wir fangen auch an mit den Tarotkarten und klären dann mit den Lennemore und haben noch eine Orakelkarte. Eigentlich hat sich die Reihenfolge etwas geändert und das System, wie ich die Karten auslege. So viel dazu. Ich möchte noch euch noch mal auf den Pluto drauf hinweisen, der jetzt noch bis zum 19. November im Steinbock ist. Bitte kümmert euch um eure Themen. Schaut, was ihr jetzt loslassen möchtet, was nicht mehr zu euch gehört. Ja, die Themen werden jetzt aufploppen, vermehrt. Schaut euch das an und dann klärt das für euch, damit ihr das nicht mit in die neue Zeit nimmt. Ich habe da auch jetzt noch ein Video, ein Short kurz drüber gedreht. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mich gerne an, in welchem Lebensbereich das bei euch stattfindet. So viel zur Astrologie und jetzt gehen wir zu den Karten weiter hier. Und ich schaue jetzt auf die Themen von dem Krebs. So, wie gesagt, ich drehe die mit euch zusammen gleich um. Das muss so ein bisschen gerade hier liegen, ne? So. 5 Tarotkarten hätte ich gerne. Ich hoffe, das muss, glaube ich, ein bisschen rüber. Sonst komme ich mit meinem Platz hier nicht hin. Für die Krebse. Was ist denn im Oktober jetzt in den letzten Zügen vom Pluto im Steinbock los? Was ist denn da euer Thema? Kann man hier schon was... In den Karten zeichnet sich das ab hier, vermutlich ja. Was ist euer Thema im Oktober? So, da haben wir die 5 Tarotkarten. Und gleich geht es weiter hier mit den Lennemore. Jetzt seht ihr auch mal mein Lennemore-Deck von der Rückseite. Ich habe gerade welche bestellt für Weihnachten schon. Wer da Interesse dran hat, der schreibt mich doch gerne an. Bitte für die Krebse 5 Karten aus diesem Lennemore-Deck. Womit beschäftigen sich die Krebse im Oktober? Was ist da los? Das waren mir zu viele. Und dann nehmen wir noch aus meinem kleinen Tarotdeck. Nehme ich gerne immer 2 Tarotdecks zur Klärung nochmal. Meistens resonieren die hier, da fallen die Karten dann aus diesem Deck genauso wie aus dem anderen heraus. Die gleichen Karten. Da haben wir 2. Ich nehme hier auch nur 4. Um was geht's bei euch? So. Und eine Karte aus diesem Orakel. Gern nehme ich die als Überschrift hier für euren Monat. Die Energie, die mit euch schwingt, das ist sozusagen die Überschrift. Erleuchtung. Wow. Euch scheint hier einiges klar zu werden. Und jetzt wollen wir mal gucken, womit das hier zu tun hat. Na, das rutscht hier ein wenig. Das will ich ja nicht. So. Wir drehen um. Ich will hier nicht halten. Moment mal, ich werde das mal hier so ein bisschen anders platzieren. Erleuchtung. So, wir haben als erste Karte der Narr. Der Neubeginn, die Gerechtigkeit. Wow, große Arkanen hier bestimmen euren Oktober.
Neubeginn, die Null steht für das Neue. Und die Gerechtigkeit, ihr bringt hier was in die Klarheit. Jemand bringt euch was in die Klarheit oder ihr seid es. Und diese Karte der Nahe hat viel mit Vertrauen zu tun, mit Selbstvertrauen. Vertrauen aufs Universum, Vertrauen auf dem richtigen Weg hier zu sein. Auch wenn es Risiken birgt. Ja, also seht ihr, der Nahe, der ist hier an der Klippe, kann abstürzen, aber er vertraut einfach, dass er hier unbeschadet an sein Ziel kommt. Und der hat hier nur einen kleinen Rucksack, ja. Dieses alte, schwere Gepäck nimmt dieser Nahe nicht mit. Also der startet neu. Und wir schauen mal weiter. Oh, wow, noch eine große Arkana, eure Karte auch. Hohepriesterin ist Krebskarte. Vertraut hier komplett auf dein höheres Selbst, auf deine innere Stimme. Du lässt dich hier leiten. Du hast einen ganz klaren Weg hier. Und zwar die Gerechtigkeit. Du bringst hier wirklich für dich was in die Balance. Aber dadurch, dass es hier alles große Arkanen sind, ist das sehr bedeutend. Wir haben hier noch keine Hofkarte. Wir schauen mal weiter. Das kann ja nicht wahr sein. Noch eine große Arkane. Ich habe sie alle gemischt. Also alles gut durchgemischt. Und noch eine große, der Stern. Und hier haben wir drei der Münzen. Ich fange hier an. Drei der Münzen. Für mich ist das immer, ich sage ja immer, die Architektenkarte. Man bespricht sich hier, man plant hier. Man will was für sich erschaffen, was wirklich ein Fundament hat. Ein Schritt nach dem anderen. Und man holt sich auch Hilfe. Also ihr seid nicht alleine im Oktober. Ihr bekommt hier Unterstützung und es wird hier was ganz Fundiertes. Hier sind vier große Arkanen, ja. Ihr vertraut eurer Stimme, ihr verschafft euch hier wirklich Klarheit und es geht auch um eine Wunscherfüllung, nehme ich an, mit dem Stern. Große, große Nummer für euch im Oktober. Ihr seid dabei, was Neues aufzubauen und habt auch die nötige Klarheit und das nötige Vertrauen in euch selber, ja, das sehe ich hier. Ihr vertraut eurem Weg. Wir schauen hier weiter. Erstmal auf die Lenormand. Nehmen wir die nochmal runter. Was liegt denn hier unterm Nahe? Auch eure Karte, der Mond. Ihr wisst ja, ihr wisst nicht, wo es hingeht genau. Das ist, der Mond steht auch für dieses Ungewisse. Ich weiß nicht, wohin, aber ich weiß mein Ziel. Und so funktioniert ja Manifestation auch. Das macht das Universum. Ich vertraue hier. Das, was ich mir wünsche, was hier meine Wunscherfüllung ist im Leben, das kann hier nur mein Weg sein. Und wie ich dahin komme, das überlasse ich dem Universum. Da haben wir die Störche. Jetzt bin ich mal hier gespannt. Hier haben wir die Mäuse unter der Hohepriesterin. Hier haben wir den Sarg. Und hier haben wir den Hund. Ich fange hier an. Ich sagte hier, ihr bekommt hier Unterstützung. Hier der Hund. Es gibt Menschen, die stehen euch loyal zur Seite. Zumindest einer. Ich glaube, das sind mehrere. Ich sehe das hier in dieser Kombination, dass ihr was an ACTA legt, was Altes, was ich vorhin sagte, die alten Handlungsmuster, ein altes Projekt, was auch immer, eine Beziehung, was ihr tatsächlich fühlt und spürt und wisst, dass nicht mehr zu euch gehört. Wir haben hier noch die Mäuse. Ein Rest Zweifel wird hier noch da sein, ja. Aber hier haben wir die langfristige positive Entwicklung. Das ist ja immer so, man beginnt was und da gibt es ein paar Stolpersteine, man muss natürlich lernen, das ist natürlich nicht morgen gleich da, wenn das ja ein großer Wunsch ist und ich glaube, es ist ein großer Wunsch, aber ihr glaubt an euer langfristiges Ziel und vertraut einfach, dass ihr da hinkommt. Aber ihr werdet auch was beenden. Ich weiß nicht, geht es um ein Projekt, das wisst ihr selbst am besten, wo ihr sagt, nee, das ist nicht mehr. Vielleicht hat sich euer Wunsch auch geändert. Das ist oftmals so, wenn man einen Wunsch hat und sich wirklich tief mit sich selbst beschäftigt, und das zeigt die Hohepriesterin hier auch an,
dann war das ein Wunsch aus dem Ego heraus. Ja, wenn man sich vielleicht mit anderen vergleicht oder, aber im Grunde genommen entspricht das nicht so dem Herzenswunsch. Das kenne ich auch, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Wenn man so richtig überlegt, möchte ich das wirklich leben so? Nee, eigentlich nicht. Ja, solche Sachen hatte ich auch schon oft öfters im Leben, die ich dann gemacht habe und was ich unbedingt wollte. Und dann hatte ich auch nach einer Zeit keine Lust mehr zu. Also es war dann doch nicht so dieses, was ich immer leben möchte. So kommt mir das hier vor. Ihr beerdigt hier was, was nicht eurem wirklichen Weg entspricht und startet hier in ganz was Neuem. So, und jetzt würde ich mal die Tarotkarten. Da haben wir die Liebenden, die 7 der Stäbe und 2 der Kelche. Und die 6 der Kelche. Ja, es geht hier um Seelenpartnerschaft. Ne? Hier die beiden Karten, ganz klar. 2 der Kelche und auch die 6 der Kelche. Die 6 der Kelche ist ja immer so die Vergangenheit, dieses Nostalgische. Ja, man blickt immer zurück und denkt, oh, wie toll war das früher. Aber im Grunde genommen denkt man das auch von dem Jetzt, wo man jetzt ist. Oh, wie toll war das, ne? Wie es jetzt ist, man merkt es gar nicht. Es ist so ein bisschen rosarote Brille auch hier, dieses, und das legt dir an ACTA, weil es hier fällt es auf den Sarg. Und auch die 2 der Kelche, ihr legt was an ACTA, was eigentlich immer mal euer Wunsch war und merkt, das ist es nicht. Weil ihr, haben wir hier die Liebenden, da geht es immer um die Selbstliebe auch. Die Liebenden hat was mit Selbstliebe und Selbstrespekt, Selbstwertschätzung zu tun. Und erst dann bekomme ich jemanden, der mich auch schätzt. So funktioniert das nun mal, die universellen Gesetze. Und das scheint euch hier klar geworden zu sein. Wir haben ja hier die Erleuchtung noch, ja. Euch wird hier was wirklich klar, dass das, was ihr was festgehalten habt, gar nicht das ist, was ihr mehr wollt, sondern ihr wollt das und da macht ihr euch auf. Und euch ist bewusst, mit den 7 der Stäben, es werden Anstrengungen sein, es werden Anforderungen von außen werden euch gestellt sein, aber euch ist auch klar, der glatte, schnelle Weg ist nie der richtige, sondern der Weg mit Herausforderungen, der ist das, was auch letztendlich, wenn man am Ziel ist, wo man diese Belohnung hat, wo es da so ein Wert dahinter. Und das ist euch hier im Oktober, wird euch sehr klar. Ihr macht euch auf den Weg mit einer großen Überzeugung und ihr bekommt Unterstützung. Und es geht hier um, ja, um vielleicht eine Beziehungsthematik, kann ich mir hier sehr gut vorstellen, zu einem Menschen, wo ihr sagt, nee, ich will das, dieses Ziel ist hier ganz klar, da geht ihr hin. Vielleicht habt ihr auch schon jemanden im Blick, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das der richtige Weg, ihr seid hier im Vertrauen. Ja, ich lege natürlich im fortlaufenden Reading, wie geht es hier weiter? Was sind das für Menschen, die euch hier unterstützen? Kommt hier jemand auf euch zu? Was sagt dieser Mensch dazu, dem ihr zurücklässt? Ja, ist der, fällt er von allem vom Glauben ab? Ja, das schauen wir. Mit Sternzeichenwürfel und Zeitkarte haben wir natürlich auch dabei. Persönliche Beratungen, Karten legen wie astrologisch, schreibt mich gerne an. Meine Website könnt ihr auch drüber gehen, verlinke ich euch natürlich. Ist, will ich etwas überarbeiten, aber könnt ihr raufgehen, aber ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Ich wünsche euch alles Gute, wenn wir uns nicht jetzt gleich im fortlaufenden Reading sehen. Macht's gut, euer Löwenherz.